Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich sollte es ein ganz entspannter Samstag heute werden, aber nicht relativ häufig in meinem Leben ist. Also eigentlich läuft nie was nach Plan, sondern es kommt immer was dazwischen. Ich denke mal, das wird in diesem Jahr auch noch krasser als je zuvor. Und witzigerweise hatte ich mir genau für solche Momente überlegt, ich würde gern für euch lieber mal ein paar coole Vlogs machen, weil ich einfach nicht immer einen Kameramann mit dabei haben kann und unsere Videos sind bisher ziemlich, ich sag jetzt mal, statisch und technisch, aber um so ein bisschen, einfach so ein bisschen drumherum mit reinzukriegen, ist es, glaube ich, am einfachsten, wenn ich das eine oder andere einfach mal selber filme. So, genau deswegen neues Kamerasetup. Zeige euch mal, wie das Ganze aussieht hier. Ganz geiles Setup. Weil wir haben hier eine Sony-Kamera. Muss ich tatsächlich gerade mal nachgucken, wie sie heißt. Ich kann es mir einfach nicht merken. Ist auf jeden Fall gerade erst angekommen. Sony EV10, meine ich, heißt die. Sony. Genau. Sony Alpha ZV-E10. Ultra klein, ultra leicht, mit einem 1650 Objektiv dran. Das heißt, jetzt auch noch mit dem passenden Sony-Griff darunter kann ich tatsächlich ranzoomen. Das wäre jetzt eine 50er Brennweite. Und wieder rauszoomen. Muss allerdings aufpassen. Neben der Kamera ist ein Display, den kann ich ausklappen. Jetzt gucke ich hier ein Display, jetzt gucke ich euch an. Ist ein bisschen irreführend, muss man wirklich aufpassen, in die Linse immer zu gucken. Aber ich kann mit dem Bluetooth-Griff hier unten dran einen Knopf frei belegen, kann zoomen, kann Aufnahme und so weiter. Ich hoffe, Ton ist auch okay. Das ist jetzt gerade das interne Mikrofon. Aber das Setup gefällt mir richtig gut und ich weiß auch, wir werden richtig viel Spaß damit haben. Weil es ist nämlich für genau solche Momente wie heute gedacht, dass ich einfach drauf losfilmen kann. So, weil ich würde euch nämlich ein bisschen mehr von der Schrauberei gerne zeigen. Und ja, meistens ist es immer so, wir schrauben zu Uhrzeiten oder zu Momenten, wo halt sonst einfach keiner da ist. Ja, ich muss selber noch lachen. Was passiert? Ich bin gestern Nacht nach Hause gekommen. Hab schon irgendwie gerochen und gemerkt, irgendwas stimmt an dem Bus nicht. Ich steige aus. Und es ist tatsächlich vorne. Guck, das ist jetzt nämlich das Geile. Jetzt kann ich einfach ranzoomen. Die Bremse fest. Jetzt muss ich dazu sagen, das Ding war gerade erst beim Service. Hat gerade erst eine neue Bremse bekommen. Natürlich, mittlerweile haben die Bremssättel 340.000 Kilometer alt. 1000 Kilometer gefahren, auf einmal buff, Bremse fest. Die Bremse war allerdings so fest, dass tatsächlich ich ausgestiegen bin und die Bremsscheibe hat geglüht. Das, was man selbst bei einem Rennauto schwer hinkriegt, war hier der Fall. War jetzt nicht so, dass ich Vollgasbremse wie ein Bescheuerter gefahren bin, sondern nee, man hat so ein bisschen beim Rangieren gemerkt. Ist auch nur auf der linken Seite, auf der rechten Seite nicht. Soll jetzt auch kein Vorwurf an das VW-Autohaus sein, wo das Ding zum Service war. Ich denke nicht, dass es daran lag, weil das werden wir gleich beim Zerlegen sehen. Ich denke einfach, dass der Sattel jetzt mit der Laufleistung in Jahre gekommen ist. So, ja, das heißt, was machen wir jetzt? Ehrlich gesagt, da ich so angewiesen bin auf das Auto, habe ich ehrlich gesagt keine Lust, das Ganze zu zerlegen und gangbar zu machen. Und in ein paar Wochen fängt ja die andere Seite an. Ich würde sagen, wir gehen als erstes mal rein und gucken mal, was so ein Sattel kostet. Weil normalerweise sind diese Sättel im Zubehör immer recht erschwinglich. Das heißt, ich würde einfach schnell zwei neue besorgen. Hier bei Wertenbach um die Ecke. Und dann geht's los. Aber wir gehen mal rein. Allerwichtigste, wenn ich in der Firma komme, ja, natürlich erstmal einen Kaffee ziehen. Ja, nächster Punkt ist übrigens, ich werde diese Vlogs werden nicht René, Maxi oder Kevin zusammenschneiden, sondern ich lasse die meinen kleinen Bruder Jonathan mal zusammenschreien. Zusammenschneiden. Boah, ist noch zu früh am Morgen. Weil ich glaube, hoffe, da er mich einfach am besten kennt, dass die Dinger dann noch mal ein bisschen witziger werden. Sieht schlecht aus auf jeden Fall. Gucken wir mal. So, dann wollen wir den Rechner noch mal anschmeißen. Ach, an der Stelle noch mal kann ich gleich die Gelegenheit nutzen. Warum fahre ich aktuell eigentlich wieder den T5? Ganz einfach.
Den T6.1 war ich ein Jahr lang gefahren, habe den nach einem Jahr wieder zurückgegeben. Mit sage und schreibe, ich glaube, knapp 80.000 Kilometer. Aber siehst du, jetzt habe ich nämlich die ganze Zeit wieder in den Bildschirm, wenn ich in die Kamera gucke. Da muss man echt aufpassen. T6.1, mega geiles Auto, hat mir wirklich sehr gefallen. Nach einem Jahr dann hatte ich irgendwie das Bedürfnis, habe ich auch irgendwo ein paar Mal gesagt, eigentlich würde ich gerne nochmal einen Bus mit Leistung fahren. Ich glaube, das kam so ziemlich genau auch zu dem Zeitpunkt, wo ich bei den Mechanic-Jungs war und den R32 Turbo gefahren bin. Heißt jetzt nicht so krass, aber das Vorgängermodell, den T6, den ich ehrlich gesagt optisch auch am schönsten von allen finde, den gab es tatsächlich mit einem 2.0 TSI-Motor. Und da Benni hier bei uns in Hannover auch absoluter 2.0 TSI-Experte ist, hatte ich mir eigentlich überlegt, komm, suchst du dir lieber so einen T6 mit einer schönen Ausstattung, auch als Allrad etc. Und machst da vielleicht irgendwie so ein 400 PS Setup. Das war eigentlich der Plan. Dann kam 2021, zweites Halbjahr, Spritpreise sind wirklich explodiert und jetzt zur Sekunde bin ich einfach froh, den alten Bus zu haben, der wirklich jetzt trotz 340.000 gelaufen immer noch perfekt fährt. 400 PS Benzin im Bus mit der Laufleistung, die ich jährlich fahre, ich fahre immer noch 80.000 im Jahr, viel Anhänger, boah, das ist dann wirklich eine Geldvernichtungsmaschine in Bezug auf Spritkosten. Wenn ich bekanntlicherweise Kraft kommt vom Kraftstoff und wie sagt man noch so schön, Kraftstoff kühlt, ja, da wäre so viel durchgegangen, boah, ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Deswegen habe ich zwar immer noch bei Mobile die Suchanfrage offen, gibt wirklich nicht viele von diesen TSI. Das war nämlich auch so ein Punkt. Ich glaube, das könnte tatsächlich mal ein Bus werden, der auch so ein bisschen Seltenheitsfaktor behält, weil den T6.1 gibt es als Benziner nicht mehr, den gibt es noch als Diesel. Wertenbach hat sich umfirmiert. Die heißen jetzt Hess-Autoteile. Dann gucken wir doch mal rein hier. Alter, der Bus hat übrigens eine 340er Bremse. Das sind echte Big Brakes hier. 340 Zweikolben. So, zack, hier haben wir es. Einkaufspreis pro Sattel von FTE 78 Euro. Und dann gibt es tatsächlich auch noch TRW für 79 Euro. Und dann gibt es auch noch, die werde ich nehmen, weil da bin ich einfach bisher immer mit am besten gefahren. ATE gibt es für, jetzt muss man hier mal auch gucken, dass man die richtige Ausführung erwischt, 86,01 Euro. Guckt euch die Bollermänner hier mal an. Die Geräte sind das, sind echt Riesendinger. Aber bei 86 Euro brauchen wir nicht lange überlegen. Die von ATE liegen sogar hier in Langhagen. Hat wohl schon mal einer Probleme am Bus mit gehabt. Das heißt, die packe ich jetzt hier in den Warenkorb, gleich zwei Stück. Und dann fahre ich schnell rüber die holen. Ruf Marius an, den brauchen wir nämlich zum Bremsentlüften. Der wird sich totlachen, wenn er die Scheiben sieht. Masterclass. Und dann stecken wir die Sättel um. Normalerweise müsste man an dieser Stelle Scheiben und Beläge neu machen. Weil die ist jetzt natürlich auf der einen Seite gut durchgeglüht. Also bitte nicht nachmachen, was wir jetzt hier machen. Das ist auf eigene Gefahr. Ich sage mir allerdings, mir ist es diesen Versuch wert. Weil man muss ja nicht immer gleich alles wirklich radikal wegschmeißen, wenn es nicht notwendig ist. Es ist zwar heiß geworden, aber es war ja noch keine Verzögerung drauf. Also wir sind jetzt ja gerade nur hierher gerollt, beziehungsweise gestern. Das heißt, ich würde tatsächlich den Versuch eingehen und würde einmal nur die Sättel tauschen, Belegescheiben alt lassen und gucken, wird gucken, wie sich das Ganze bremst. Also. Los geht's. Ich bin übrigens gespannt, wie ihr so diese Videoart findet. Was übrigens auch übelst geil bei der Kamera ist, das ist übrigens keine Werbung hier, ich bin einfach nur so ein Sony-Fan. Man hat vorne wirklich ein riesenrotes Licht, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen vorhin, als ich das Foto reingestellt habe. Okay, bevor ich rausgehe, lieber noch einen zweiten Kaffee. Man weiß ja nie. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so an Kaffee trinkt pro Tag. Würde mich mal interessieren. Also ich trinke schon mit Absicht immer nur so kleine Tassen hier.
Damit es nicht zu viel wird, aber ich muss wirklich zugeben, ich bin definitiv so ein Kaffee-Junkie. Aber samstags im Büro ist einfach am geilsten. Kennt ihr das, wenn einfach gar keiner da ist und man endlich seine Ruhe hat? Ja, deswegen muss ich auch ehrlich sagen, ich bin eigentlich immer hier. Am Wochenende schafft man wenigstens mal was. So, los geht's! Was soll ich sagen? Die Scheibe hat auf jeden Fall eine gesunde Färbung. Guckt euch das mal an. Also man sieht am Topf, dass sie eigentlich fast wie neu ist, ne? Aber halt schon wirklich gut Temperatur bekommen hat. Diese hier gar nicht. Also das heißt, auf jeden Fall ist auf der Seite hier irgendwas am Sattel. Weil diese rotbraune Färbung ist ein Zeichen dafür, dass es schon mal heiß geworden ist. Ja, okay. Also als nächstes muss der Sattel ab. So, jetzt gibt es noch einen kleinen Trick von mir. Es kann immer passieren, dass ihr den Sattel nicht runterbekommt, weil gerade wenn er jetzt fest ist, die Belagspannung noch so hoch ist, dass sich der Sattel gegen die Scheibe klemmt. Deswegen mache ich auf jeden Fall immer, solange es noch zusammengebaut ist, gehe ich hier mit dem Schraubenzieher rein und kann somit dann die Bremsscheibe gegen den Belag hebeln und kriege somit das ganze Paket hier lose. Dann kriegt man es später auf jeden Fall immer einfacher abgebaut, als wenn es erstmal alles losgeschraubt ist. So, Verstärkung ist da. Guck mal, guckt, ich habe schon so geschwärmt von meinem Kamera-Setup hier. Guck mal, kann sogar ranzoomen hier vom Griff aus. Masterclass. Und geht auch relativ weit zurück. Ja. Leicht durchgeglüht, der Kollege hier, ne? Alter, sind zwei Kolben drin. Bist du verrückt. Hätten wir doch gelb lackieren können. Ja, und das, ich habe schon gesagt, obwohl gerade beim Service war, es ist alles vernünftig gefettet und so weiter. Aber wir gucken mal, wir drücken hier gleich mal die Kolben rein, ob der Übeltäter hier ist oder ob der Übeltäter hier ist. Ja, nicht, dass die Kolben, vielleicht ist doch einer fest oder so, ne? Genau, weil wenn man die dann in den Rost zurückdrückt oder so, dann sind sie vielleicht fest, wir werden es sehen, ne? Weil es ist definitiv so... Boah, stinkt das hier. Ja, das Foto war geil gestern, ne? Ja, da brauchst du keinen Scheibe vermeiden. Ja, vor allem, ich bin ausgestiegen und denke mir so, Alter, was ist das hier so alles so hell, weil es war auch nass. Wenn jemand an der Ampel rüber guckt, der hätte gedacht, das Dasamotor drin. Die dachten echt, wir sind direkt von einem Bild zerberg gekommen hier. Ja, Scheiben sind halt eigentlich wirklich noch fast wie neu. Auf dem Belag hier sieht man es halt so ein bisschen. Ja, aber Verschleißanzeige angegangen? Nee. Wieso? Nee. Das ist ja das Witzige. Der hat doch eine Verschleißanzeige, die letztes Mal nicht angegangen war. Da hättest du doch die Kupferbeläge drauf gemacht. Ja. Aber ich würde es wirklich gerne mal testen, ob man mit den Belegen weiter bremsen kann. Weißt du? Oder ob wir das Spielchen in der Woche nochmal machen. Und nimm mal die. Ich habe hier irgendwo eine Zange. Dann kann ich das ein bisschen filmen. Guck mal, ob du die Kolben reingedrückt kriegst. Das Problem ist, wenn wir jetzt einen drücken, wird der andere. Ja, aber das würde ja reichen. Das würde ja reichen, nur ob die. Der fühlt sich schon mal uncool an. Der geht. Also der hier. Hier geht nix. Nee. Okay. Ja, aber er muss definitiv noch ein bisschen weiter, muss er auf jeden Fall rein. Kriegst du den weiter rein? Ja, okay. Ja, alleine, dass du den gerade reindrücken konntest und der in dem Moment nicht rauskommt. Dann ist der definitiv fest. Also da muss es wirklich gewesen sein, weil wir die Bremse so weit runtergefahren haben, dass der Kolben die ganze Zeit draußen war.
Kilometer lang. Naja. Jetzt beim Bremsen machen wieder ganz reingedrückt. Und jetzt ist er fest. Und dabei geht er fest, ne? Also klar, man könnte jetzt auch zerlegen, gangbar machen, keine Ahnung. Ne? Habe ich aber gerade gesagt, da wir so viel mit dem Auto fahren, ATE 86 Euro. Ne? Bin nur erstaunt, wie gut auch so noch die Achse aussieht. Dafür, was hat der hat doch schon ein paar Meter runter, ne? 3,40. 3,40? Ja. Was ich hier, was du auf jeden Fall wieder gut sehen kannst, ist der hier, ne? Ich wollte es eben nicht sagen. Aber da guckt schon ein bisschen Motorsport durch. Selim hat direkt tatsächlich ein paar rote Konis geschickt für das Ding. Weil H&R verbaut da immer Konis. Und Stabis sind tatsächlich auch drin hier, die blauen H&Rs. Deswegen fährt er auch so gut. Also schon ein Nordschleifen-Setup. So, weil guck mal, wenn du die andere Seite jetzt hier anguckst, dann sieht man halt noch, wie neuwertig die Scheibe eigentlich noch ist, ne? Weißt du? Die hat halt aber die hat auch nicht, also es war nur die andere Seite. Nur die andere. Die hier ist wirklich ja, gut, brand new. Fest sein, ne? 1000 Kilometer. Ehrlich, auch noch originale Scheiben, ne? Nee, es war auch ATE. Okay. Ich mach immer ATE drauf. Immer ATE hier. Aber diese Kamera, die fasziniert mich hier. Ich habe schon gesagt, dass wir diverse witzige Daily Vlogs hier machen werden. Ich finde das geil, dass hier so auf und zu geht vorne. Das hat irgendwie was. Auge, Taschenlampe ins Auge jetzt. Und auch Batterie und Akku und so, auch alles toll. Okay, ja, so, Kamera wieder hinstellen. Ich würde sagen, wenn, dann machen wir jetzt gleich beide Seiten. Ja. Das heißt dann einfach... Ja, die 500.000 schaffen, ne? Genau, ja, die 500 muss auf jeden Fall voll machen. Ich hab, die Taxe hier. Ich hab in dem Video schon gesagt, dass T6.1 nach einem Jahr zurückgegangen ist und ich eigentlich einen T6 als Benziner kaufen wollte. Mhm. Aber aktuell... Oh, jetzt habe ich gerade den Himmel gefilmt. Also, wenn die Kameraperspektive ab und an diesem Video nicht stimmt, wir versprechen Besserung, dass das besser wird. Nee, das aktuell jetzt mit den Spritpreisen, ich werde es nicht glauben, vor... zwei, drei Tagen, ich glaube Donnerstagabend war es, Autobahn, V-Power Racing, 2,33 Euro. Ja. So, und jetzt überlegt euch mal, so ein Bus mit 400 PS später als Benziner werdet ihr locker mit 20 Liter fahren, 17 bis 20 Liter. Und dann hältst du, glaube ich, auch noch nicht mal richtig fest auf der Autobahn, sondern das ist dann eher, das ist eher so 160 rollen lassen. Ja, und bei 2,33 Euro ist es dann so, dass selbst ich sage... Mich würde ja nochmal auf dem Prüfstand interessieren, wie Power Racing zu 102 im Vergleich. Ja, das haben wir viele schon. Also in der Limo damals war es definitiv so, dass Ultimate besser war. Okay, weil Sascha nennt es ja Klingelwasser. Klingelwasser, also. Ja. Andererseits sagen andere genau andersrum, Shell wäre Maß der Dinge. Okay. Da wird jeder was anderes erzählen. Für unseren Zweck hier mit der, weil selbst hiermit fahren wir wieder 80.000, 90.000 Kilometer im Jahr. Das wird ja auch jetzt nicht besser dieses Jahr. Mhm. Ja, mal gucken. Wenn nochmal ein perfekter T6 als Benziner über den Weg läuft, dann könnt ihr euch auf ein Benzinerprojekt freuen. Aber ihr könnt ja alle mal Mobile aufmachen und mal reingucken. Es müsste ein 6-Zylinder Diesel geben. Das, ja, gibt's ja nicht. Das wäre gut. Ne? Also mein absolutes Traumauto wäre, da wäre ich tatsächlich auch bereit, Geld, Zeit und Nerven zu opfern, wäre sogar hier der V8 Diesel, den es beim Touareg gab. Boah, da fährt der Vorderwagen allein los. So wie Tom in seinem Cayenne hat. Ja. Weißt du, das in der Kiste als Allrad mit langem Radstand, ich glaube, ich würde ein Bett hinten reinstellen. Aber ist das nicht so die SQ7 und so auch, oder ist es nicht das? Ja, aber hier ist ja quer eingebaut und SQ7 ist ja längs alles eingebaut. Das ist ja ganz anderer Antriebsschrank. Ja, aber ist der bei Tom zum Beispiel, der ist auch längs drin? Der ist auch längs. Ja. So, und deswegen wird es halt hier schwierig, ja, was reinzukriegen. Aber das wäre halt mein Traum, aber mal gucken, vielleicht gibt es nochmal einen perfekten Benziner. Das Problem ist, ich brauche definitiv eigentlich einen Landradstand und es muss ein Allrad sein. Und er muss zwei Türen haben, weil ich sag euch, diese Tür ist die praktischste und beste Tür, die es gibt. Weil man kommt zum Auto, drückt auf den Knopf, Tür geht elektrisch auf und kann seinen ganzen Scheiß da hinten immer reinschmeißen. Deswegen. Ja, so, wir tauschen mal Sattel, entlüften und dann gucken wir, wie es fährt. Ja, da fehlt auf jeden Fall zur Verschleißanzeige nicht viel. Das ist LKW-Technik gefühlt, ne? So, ihr könnt euch jetzt die Geräte nochmal reinziehen. Alt, neu. Folgendes wird passiert sein. Diese Bolzen laufen hier drin. Warum überhaupt diese Bolzen? Das ist relativ einfach. Ihr seht ja, dass man hat zwei Kolben. Gegenüberliegend hat man keine Kolben. Das heißt, wenn ich die Bremse trete, kommt der Kolben raus. Das heißt, der ganze Sattel will ja nach hier hinweg.
Er drückt sich dann ja quasi hier gegen. Das heißt, irgendwie muss dieser Sattel gelagert sein, um diese Kraft quasi immer wieder auszugleichen, auch wenn die Belege immer dünner werden. Kommen die Kolben immer weiter raus und der Sattel wandert immer weiter nach hier. Das ist der sogenannte Schwimmsattel, weil die schwimmend hierauf gelagert sind. Diese fetten Brembo 4-Kolben, 6-Kolben-Sättel und so weiter, die sind fest angeschraubt, weil die gleichen sich aus. Linkskolben, Rechtskolben. Dafür ist der Vorteil von diesen hier, dass die halt auf der Seite deutlich flacher sind. Das heißt, man hat felgenmäßig nicht so Probleme. Ja, und das sind die neuen Geräte hier. Denn auf der Seite sah man auch, dass wenn man hier drückt, kommt relativ schnell der andere Kolben raus. Und das ist halt ein Zeichen dafür, dass... Ja, mach du das nochmal. Ja, die sind fast ganz zurückgedrückt. Die sind fast ganz drin, ne? Schlecht. Ja, die haben die schon einmal wieder zurückgedrückt. Aber es ging, ich hatte das eben einmal geguckt. Okay, das heißt, die Bolzen auf jeden Fall richtig einfetten. Weil hier drin sind nämlich so Führung aus Kunststoff. Und die werden nämlich wahrscheinlich auch fest sein. So. Das heißt, auch die einmal richtig schön einfetten. Und dann kann das Ganze da wieder drauf. Und einmal entlüften müssen wir natürlich. Hey! Mal runde ballern, oder? Soll ich es dir geben oder soll ich es abgeben? Na, kannst du vorne einfach hinstellen. Ja. Kannst du einfach hinstellen, alles gut. Golf 2, der ist 2-Kolben, sagt der Golf 4 R32. Ich hab schon gedacht, Alter, 2-Kolben. Gürling 60 war das. Weiß ich nicht, aber es war gefühlt, hast du gedacht, okay, mit der Bremse jetzt bremst du die Welt jetzt. Jetzt bin ich. Klack! So, jetzt als letztes nur entlüften wie in alten Zeiten. Einer sitzt drin und drückt. Das Gute ist ja, wir müssen ja nicht viel entlüften. Er hat sogar tatsächlich gerade Bremsflüssigkeitwechsel bekommen. Also es ist reines Entlüften. Das heißt, wichtig ist immer nur Behälter voll machen, dass man nicht durch Zufall Luft reindrückt. Dann wird in dem Fall der längsten Seite anfangen. Das war zumindest bei Zeiten ohne ABS so. Ich behaupte mal, mit ABS, mit dem ABS-Block ist das eigentlich egal. Ja. Die Seite, dann die Seite. Und was ich gemerkt habe, was deutlich besser geht, ist, wenn der Motor laufen ist. Okay, wobei es eigentlich nur einfacher geht, ne? Aber er zieht ein bisschen... Eigentlich ist der gleiche Weg. Der gleiche Weg. Deswegen. Pass auf, ich würde sagen, du setzt dich rein. Starte. Startest, genau, und pumpst ein bisschen. Ja, ja, pump mal ruhig. Hälfte. Jo, pumpen. Halten. Pumpen. Halten. Pumpen. So, jetzt achtet mal hier drauf. Marius pumpt jetzt drin und hält. Und in dem Moment, wenn ich den Hebel aufmache, seht ihr, wie die Flüssigkeit hier ohne Blasen rauskommt. Hältst du? Yes. Das war Seite Nummer 1, jetzt die andere Seite. Fühlt er sich eigentlich schon ganz gut an? Ja, auch gut. Einmal nachfühlen. Ja, kannst. Hältst du? Da kam auf jeden Fall noch richtig Luft hier. Hält sie? Irgendwann noch eine Idee für eine Waage. Für ein Video meine ich. Stell eine Waage vors Auto und wiegen, wie viel Scheiße du spazieren fährst. Wirklich. Alter. Was halt immer geil ist, dieses Brot und Speck. So, jetzt zum Abschluss nochmal. Alle, die übrigens auch noch auf der Suche nach einem vernünftigen Warmheger sind, gibt's von Sonic, wie unsere große Kiste auch, verkauft Georg, Sauerländer. Voll Alu. Also wirklich nicht so schwer, schön flach und auch schön massiv genug. Also wie ihr gerade an dem Bus gesehen habt, selbst wenn ein Bus draufsteht, kann man schon noch einigermaßen arrangieren. Und ist auch hier, jetzt kommt ein Doppelkolben, das heißt, man macht ordentlich Weg bei gut Hubs.
Ja, ich hatte lange keinen vernünftigen Wagenheber, aber jedes Mal auf dem Event war Katastrophe. Aber der ist tatsächlich so, auch wenn man es nicht machen sollte, man kann das Auto mit hochheben und zeitgleich noch drauf schrauben. Kann ich nur empfehlen, das Ding. Ja, so, Bus wieder ganz, jetzt als letztes Probefahrt gucken, ob wir doch Scheiben machen müssen. Gerade die Kamera noch loben, aber die hat das tatsächlich mit einem Akku bisher durchgezogen. Wir haben sie ja zeitraffermäßig durchlaufen lassen, also kein Zeitraffer gemacht, sondern ein normales Video. Und bei der Kälte, ne? Bei der Kälte kann schon was. Ich hoffe, wir kommen noch auf die Autobahn. Also man riecht auf jeden Fall beim Losfahren direkt noch eine Bremsbelag. Ja. Bremsbelagluft. Aber wir fahren einfach mal einmal auf der Autobahn und dann sollte schon relativ schnell bei 100 klar sein, ob es vibriert oder nicht vibriert. Weil die Verfärbung von der Scheibe, das kriegt man auf jeden Fall wieder runtergebremst, so ist es nicht. Genauso der Bremsbelag auch, selbst wenn er jetzt ein bisschen Temperatur abbekommen hat, dann ist es trotzdem nicht so wild. Oh, jetzt müssen wir einmal ins Telefon hier. Hi! Dominik Hertrich, guten Tag. Hallo, ich habe eine Einladung zu einem Telefoninterview aufgrund meiner Bewerbung für den Vertrieb Logistiklösungen. Okay, dann bis gleich. Im Video die Vorfahrt nehmen wir auch gut. Und was auf jeden Fall auch ganz geil ist, dass es echt leicht ist. Also man kann die echt entspannt noch halten. Abgeknackt hat er. Abgeknackt hat sich, ja. Ah. Was ist los? Über den Pflegezustand können wir uns auch streiten hier. Aber nicht Raucherfahrzeug. Nicht Raucherfahrzeug, ja. Boah, aber fühlt sich eigentlich recht normal an, ne? Hast du so lange Beine eigentlich? Ich sitze halt da jetzt. Ja. Wahnsinn. Ein bisschen bremst? Ja, wir haben leider ziemlich dicht einen, nicht, dass der gleich hinten drin steht. Nee, also nur wenn du so Fuß drauf legst. Oh. Was will man mehr? Sonne, Berge, geradverzahntes Getriebe. Weicher. Safe. So, weil es war tatsächlich vorher so, dass das Lenkrad, die Bremse war so fest, dass das Lenkrad tatsächlich schon gewackelt hat. Aber der hat nicht so nach links gezogen? Oder? Nein, das gar nicht. Sie hat ja dann gebremst. Weißt du? Sie ist halt nur nicht wieder komplett zurückgegangen. Ja. Also ich habe ein gutes Gefühl dabei, dass wir die alt gelassen haben. Das bremst sich runter. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bei Instagram werdet ihr da nochmal ein Bild sehen, wie die Bremse in ein paar Kilometern aussieht. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr bekommt jetzt regelmäßig, keine Ahnung, ein, zweimal im Monat, mehr werde ich nicht schaffen, so Vlogs einfach aus der Kamera. Und Joni, ich wünsche dir viel Spaß, hier etwas Witziges bei rauszuschneiden. Joni schneidet das. Ah, okay. Das kann ich doch nicht. Es kann also nur witzig werden. In diesem Sinne. Nächstes Mal Zahnriemen am Bus. Genau, Zahnriemen am Bus, ja, das wäre das, ja. Oder Hochdruckpumpe, die müssen wir auch irgendwann nochmal machen. Die gehen immer kaputt. Danke fürs Zuschauen und ciao.